Moin zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Final Fantasy VII Remake Integrate hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Live-Aufnahme am 16. Oktober. Ja, damit habe ich jetzt das offizielle Datum auch genannt. Und ja, wir machen hier mit der Hauptstory weiter, mit Kapitel 13, die Welt in Trümmern. Und ja, dieses Bild, was wir hier momentan über die letzten Folgen zu Gesicht bekommen haben, ja, beschreibt ganz gut dieses Kapitel, weil, naja, die Welt ist wirklich in einem absoluten Chaos versunken. Also, ne, besonders Sektor 7 hat es erwischt und da dementsprechend auch Midgar. Aber wir machen es wie immer chronologisch. Wir gehen erst einmal in das Menü rein, damit ich dann auch die Videozuschauer unter euch da mal kurz aufkläre, was ich jetzt offscreen in dieser Live-Aufnahme an der Ausrüstung und Materia der einzelnen Charaktere hier geändert habe. Und da haben wir schon einiges hier getan im Vergleich zum letzten Mal. Wir können ja erstmal bei Cloud anfangen. Ich versuche das Ganze hier jetzt im Schnelldurchgang zu machen, dass ich da jetzt nicht groß hier was erklären muss. Aber ihr seht das, denke ich, auch schon hier und da ein bisschen. Von daher lasse ich auch ab und an mal die Bilder sprechen. Also, ja, bei der Waffe sind wir ja hier bei der Hartklinge geblieben. Und bei ihm ist jetzt aber jedoch neu, dass ich jetzt als Armreif den Zauberreif jetzt hier habe. Vorher hatte Cloud den Gothic-Armreif gehabt. Der Zauberreif ist in dem Fall bei ihm besser, weil damit haben wir nochmal einen Materia-Slot mehr, wo wir da nochmal eines der bunten Kügelchen hier platzieren können. Und das bringt uns dann gleich auch dementsprechend zu der Materia, die wir jetzt neu bei ihm drinne haben. Und zwar einmal haben wir ja effizientes Blocken wieder zurück. Vorher war das Stehen drinne gewesen aufgrund des Events, habe ich jetzt aber bei ihm rausgenommen wieder und stattdessen jetzt wieder effizientes Blocken drinne. Was aber neu ist, ist nämlich Ukenagashi. Und ich weiß, dass wir in den letzten oder vor zwei Folgen dürfte es gewesen sein, dass wir da auf jeden Fall die paar Kampfberichte bei Chadley abgegeben haben und wir dann auch dementsprechend ein paar neue Materias kaufen konnten. Natürlich für Umme und natürlich für die nächsten halt gefühlt 20 bis 50 Mal so teuer. Ich weiß da nicht, wie die Wirtschaftspolitik bei Chadley immer ausschaut, aber ja gut, ne? Man muss ja auch zugute halten, dass die Materias sehr selten sind. Aber ist ja auch jetzt völlig egal. Ukenagashi ist jetzt hier bei Cloud drinne und dieser bewirkt im Endeffekt, dass wenn wir von einem Gegner getroffen werden, dass wir dann in der Blockhaltung dann den Angriff auskontern können. Und nicht nur das, wir fügen dem Gegner auch dementsprechend Schaden zu, wenn wir das richtig timen, also wir stoßen ihn halt im Endeffekt zurück. Und bin mal gespannt, wie dieses Gameplay funktionieren wird. Könnte aber in Kombination mit dem effizienten Blocken echt sehr, sehr gut kommen. Gerade weil wir ja dann auch durch den erfolgreichen Einsatz von Ukenagashi dann auch ATB-Boost bekommen. Und bei Stufe 2 lädt es auch nochmal die ATB-Leiste geringfügig auf. Also von daher, das ist schon ein gutes Upgrade für Cloud. Und dementsprechend musste ich da auf die vier Materias zurückgreifen. Bei Barret müssen wir mal gucken, dass wir jetzt mal seine Geschicklichkeit langsam auf 100% kriegen. Aber daran arbeiten wir. So, was bei ihm jetzt neu ist, ist der Plattenschutzreif. Den habe ich jetzt bei ihm ausgerüstet. Und ja, mit dem haben wir auch Mondsiche Talisman jetzt drinne als neues Accessoire. Vorher hatte er nur die Schutzweste gehabt, was seine Vitalität um 5% erhöhen ließ. Aber ich finde tatsächlich der Mondsiche Talisman in deinem Fall ein bisschen besser, weil er ist ja ein Tank. Also jetzt für meinen Playthrough ist er für mich der absolute Tank von den dreien oder sagen wir mal von den vieren aktuell. Und solange er da nicht aktiv gesteuert wird, wird der Schaden verringert. Und da ich ihn eigentlich jetzt sagen wir mal versuchen möchte, inaktiv zu steuern, ne, deswegen habe ich auch das Provoziermateria und Co. bei ihm, um alle Angriffe auf ihn zu lenken, dürfte der mondsiche Talisman eigentlich besser sein als ja die Schutzweste, was wir davor hatten. Ja, dann zu den Materias, muss ich da mal kurz gucken. Hat er jetzt das Materia stehlen bekommen erstmal? Also wir gucken mal, wie es ausschauen wird über die nächste Zeit, ob stehlen überhaupt irgendwie was bringen wird bei Gegnern, um an vielleicht exklusive Sachen ranzukommen. Ansonsten habe ich auch schon bei ihm überlegt, Feindeskönnen als neue Materia hier einzupflegen, was uns die Chance gewährt, bei einem Gegner ja, Feintechniken zu erlernen. Diese werden dann auch in der Analyse mit aufgeführt, also unter, glaube ich, grüner Schrift.
dürfte es dann stehen, dass Feintechnik erlernbar ist und diese wird dann unserem Repertoire hinzugefügt. Müssen wir mal gucken. Also es kann sein, dass ich da zwischendurch einfach mal wechsle innerhalb dieser Live-Aufnahme und schauen wir mal. Ne? Also je nach Auslegungssache könnten wir dann entweder das Stehlen benutzen oder Feindes können. Und ja, das soweit bei Beretto. Ja, bei Tifa haben wir soweit weiß auch was Neues, nämlich den Gothic-Armreif. Das habe ich jetzt bei ihr drin. Vorher hatte sie nämlich den Schwarzreif gehabt. Jetzt hat sie aber deutlich mehr Verteidigung bekommen. Und bei ihr ist aber Windheitstuch geblieben. Aber in Sachen Materie hat sie auch was Neues bekommen, nämlich den ATB-Schock anstelle einer zweiten Glücksboost. Weil den einen Glücksboost, den ich habe, diese 10%, das ist, sagen wir mal, vertretbar. Und ATB-Schock sehe ich da bei ihr ein bisschen mehr, weil damit könnten wir, wenn wir Gegner erfolgreich in Schockzustand versetzen, die ATB-Leiste nochmal weiter auffüllen. Also Tifa ist mittlerweile schon so overpowered ohnehin schon mit ihren physischen Angriffen und dass sie da irgendwie schon gefühlt Techniken einsetzen kann, noch bevor die beiden anderen überhaupt ja, zum Zuge kommen. Nicht nur das, sie kann auch jetzt mittlerweile sehr, sehr schnell ihre ATB-Leiste aufladen und das mitgefühlt jeder Sache, egal ob sie Gegner in Schockzustand versetzt oder irgendwie nochmal einen eigenen Boost anwendet. Also, ja, das ist bei ihr mittlerweile schon richtig insane, was wir da bei ihr jetzt schon rausgekitzelt haben. Ja, sie ist auch sehr schnell, flink und ja, ATB-Legende nenne ich es jetzt mal. Ja, Aerith, die werden wir jetzt erstmal nicht weiter behandeln, auch wenn ich es gerne wollen würde. Aber sie wird jetzt erstmal eine gute Zeit lang nicht für uns spielbar sein. Ja, die Vorgeschichte möchte ich jetzt nicht nochmal durchkauen, weil das habt ihr da in den letzten gerade 2-3 Folgen hier schon zu Genüge bekommen. So, von daher belassen wir das mal dabei. Was ich bei ihr nur angepasst habe, ist die Esper von ihr. Da habe ich jetzt wieder Karfunkel drin, damit ich da jetzt nicht nochmal umswitchen muss. Und ansonsten ist da, glaube ich, die Esper-Gestaltung bei allen drei gleich geblieben. Also Cloud hat weiterhin Ifrit, bei Barret ist es der Kaktor und bei Tifa das Chocobo-Küken. Ja, und das ist soweit hier Stand der Dinge, was wir jetzt haben. Abgesehen davon, dass wir noch ein paar neue Kampfberichte haben, wo wir da auch momentan ziemlich gut dabei sind. Außer das mit der Vision. Mal gucken, ob wir das überhaupt noch im Laufe des Let's Play fertig kriegen, wenn es so weitergeht. Ja, dann haben wir aber noch ein paar neue Gegenstände, auf die wir auf jeden Fall mal kurz zu sprechen kommen werden. Und zwar insbesondere in Bezug auf die neuen Armreife, die wir bekommen haben. Wie gesagt, einmal den Zauberreif, das uns auf einen vielfältigen Gebrauch von Materie ausgelegt ist. Plattenschutzreif, dessen Plattenmaterie eingesetzt wird und der sicheren Schutz bietet. Das müssen wir jetzt nicht groß durchkauen. Aber wir haben den Esper-Talisman. Ein Amulett, welches die Fabeltiere lobpreist, die den Planeten beschützen sollen. Damit könnten wir im Endeffekt unsere Esper dann stärker machen. So. Genau. Ansonsten haben wir ja soweit jetzt nichts Neues. Das sieht gut aus. Weiters Brandkonto grüßt dich an dieser Stelle. Schau mal gleich dein Kapitel 12 Endkampf an, samt Ausrüstung. Vielleicht gebe ich dir dann einen Link zu meinen hochgeladenen Videos diesbezüglich. Meld mich nachher. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich sag's mal aber so, mein Endkampf in Kapitel 12 war jetzt eher davon geprägt, da ein bisschen Spielerei zu betreiben. Sagen wir es so. Gut, jetzt gehen wir aber mal rein und zwar erstmal in die Waffenmods, weil Tifa hat da ein bisschen was für drei ihrer Waffen, wo wir dann nochmal ja, ein paar Pünktchen ausgeben können. Für den nächsten Kern magische Attacke. Ja, jetzt nicht eigentlich das, was ich gerne hätte, aber damit haben wir schon mal zumindest den zweiten Subkern bei ihr voll. Wir könnten uns jetzt hier hohen Mutes auf Subkern 3 stürzen. Des Weiteren gehen wir mal die Waffen einfach mal einzeln durch. Da dürfen wir auch noch irgendwas haben, was uns fehlt. Ja, magische Attacke plus 10. Das sind also die Werte, die wir eigentlich bei ihr jetzt nicht unbedingt brauchen primär. Also Mag-G wäre eher was für Aerith und nicht für Tifa unbedingt. Aber ja, Schaden durch Hinterhalt fehlt uns noch. Okay, das scheint da tatsächlich ein bisschen vielversprechender zu sein. Er den Schaden den Angriff in den Rücken des Gegners verursachen. Na gut, das wäre ja im Endeffekt Präventivschlag. Hatten wir gefühlt noch nie gehabt. Ich glaube nur ein einziges Mal und selbst das habe ich nicht hingekriegt. Aber trotzdem machen wir das dann rein, dann haben wir diese soweit dann auch durch. Und dann könnten wir uns auch hier drum kümmern. Ja, sieht doch soweit eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, und jetzt kommen wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Jetzt sind wir mal wieder hier am Bord mit ja, diesem wunderschönen, katastrophalen Ausblick. Oh Mann. Ja, und ich sag euch ganz ehrlich, ich
mag mich eigentlich nicht mehr so toll dran erinnern, was da jetzt passiert ist. Wir stehen ja jetzt quasi vor dem Immergrünpark. Und ich habe Angst. Wir haben ja schon von hier aus gesehen, dass da einiges in Brand gesetzt worden war. Ich hoffe mal, dass der Großteil des Parkes einigermaßen eher noch intakt ist oder noch glimpflich hier geblieben ist. Ansonsten sehe ich ja, wir haben halt echt einen richtig krassen Rundgang gemacht, ne? Ja, richtig krassen Rundgang. Ja, haben aber auch dementsprechend hier die Schnellstraße überquert. Das war ja auch der Inhalt der letzten Ausgabe, nachdem wir Aerith's Haus wieder verlassen haben und auch die Vorgeschichte von Aerith erfahren haben, wo sie noch ein kleines Kind war. Ja, und wir auch schon so ein bisschen was über das alte Volk erfahren haben. Normalerweise würde ich da jetzt schon wieder so meine Theorienkeule rausholen, aber mache ich jetzt an der Stelle nicht, weil wir werden im Laufe dieses Let's Plays sehr oft genug nochmal auf das Thema hier zurückkommen. Es ist noch nicht das Schlagwort hiervon gefallen für das alte Volk, aber das wird dann auch noch passieren. Ja, jedenfalls sind wir jetzt drauf und dran, sie zu retten, beziehungsweise primär wollen wir jetzt einfach mal gucken, was mit Sektor 7 passiert ist und was da überhaupt noch von übrig geblieben ist, ne? Oh Mann. Also es brennt auf jeden Fall noch. Ja, boah. Einiges ist auf jeden Fall in Brand geraten. Wir sehen auf jeden Fall auch die Menschen hier. Oh Mann, ist das schlimm. Reimer! Du lebst! Ja, wenigstens einer. Mehr oder weniger. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das gibt mir Hoffnung für die anderen. Die Sorgen hören nicht auf. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Hast du deine Freunde gefunden? Nein, noch nicht. Oh Mann, ey, das ist echt hart. Aber man muss aber auch sagen, also es haben echt viele Menschen diesen Anschlag überlebt. Aber wir sehen, von der Platte ist gefühlt da nichts mehr übrig geblieben. Alles kaputt. So. Deutscher Synchro kann man da seinen Charakteren keinen anderen Namen mehr geben. Ja, das ging tatsächlich im Original noch. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum sie dieses Feature rausgestrichen haben. Aber stimmt, ja, gerade jetzt mit dieser Vertonung. Ja, hat ja Vor- und Nachteile beides. Ja gut. Ja, ich frage mich überhaupt noch, ob da Leute noch von der Bürgerwehr oder ob es noch einige wenige Überlebende gibt. Also wenn er schon selbst sogar das Ganze hier verneint hat, dann eher schwierig. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja, ich auch nicht. Wenigstens lebe ich noch. Ich muss mich jetzt nützlich machen. Ja, dann mach dich nützlich. Oh, guck mal, hier haben wir Betty. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Der geht es gut. Ganz bestimmt. Ja, wer sich noch dran erinnert, Betty wurde von Aerith gerettet. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Der geht es gut. Ganz aber dass da auch so diese Nebencharaktere, von denen wir auch diese Nebenaufträge hier bekommen haben, dass sie da nochmal irgendwie eine Rolle noch bekommen im Laufe der Handlung, finde ich aber echt gut. Also, dass man sie immer wieder, ja, auf die zurückgreift. Das ist auch, glaube ich, mit einer der Stärken in das Spiel hier auszeichnet. Von ganz, ganz vielen. So, jetzt sind wir aber auch gut erholt, wenigstens. Na? Stimmt, das ist ja dieser Ladenbesitzer. Ja, bei ihm hat sich ja, glaube ich, nicht allzu viel getan, oder? Man ist besser gut vorbereitet. Ja, der Krämer. Gucken wir mal, was er überhaupt hat. On our way. Okay, nehmen wir mal.
Ansonsten hat er da keinen Rabatt. Aber gut, kann er sich da jetzt auch erstmal nicht erlauben. Schön aufpassen da draußen. Ja, machen wir. Hier haben wir noch. Unterwegs nach Sektor 7? Ja. Müssen noch etwas holen. Verstehe. Viel habe ich nicht im Angebot. Aber sieh dich um. Na, was hast du denn schon? Oh! Nahprotz! Ein Gewehr mit durchschlagendem Kaliber, der heimlich auf dem Schwarzmarkt in den Slums gehandelt wird. Oh, mit der Fertigkeit maximale Wut wandelt alle vollgeladenen ATB-Einheiten in einem vernichtenden Kugelhagel um. Oh. 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 Das ist ja cool. Aber ich frag mich, ob wir diese Waffe noch im Laufe des Spiels kriegen. Ach, hier. Barrett, hast du dir verdient. Wir müssen dich ja irgendwie noch stärker machen hier. So. Passt ja. Aber er muss ja erstmal sein Sturmgewehr da noch auf 100% bringen. Vorher bekommt er die Waffe nicht ausgerüstet. Aber maximale Wut sieht schon im Vorschau zumindest sehr, sehr schmackhaft aus. So, dann haben wir hier, okay, Armreif des Magiers wäre dann noch das fehlende Stück. Haben wir hier irgendwas Neues? Nope, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, um das Geld hier wieder ein bisschen reinzuholen, könnten wir tatsächlich mal den einen Plattenschutz hier verkaufen, den wir haben. Genau. Weil ich wusste jetzt tatsächlich nicht, ob das jetzt ein exklusiver Gegenstand gewesen war oder nicht. Aber da wir jetzt zwei von haben, brauchen wir jetzt keine zwei Stück. Und von daher, das passt schon so. Oh, wir sehen ja auch die einzelnen Wertigkeiten, ne? Wie viele die einzelnen Sachen wert sind, die wir haben. Ja, es geht schon. Kann man machen. Ja, die Währung ist auf jeden Fall rar. Viel Glück. Ja, danke. Euch auch. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. So, haben wir noch jemanden, mit dem wir reden können? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich! Auf der Rutsche rutschen können wir leider auch nicht. Das ist uns leider auch verwehrt. Aber Hauptsache in der Rutsche ist nichts passiert, ne? Dass das noch vollkommen funktionstüchtig ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Überrascht ja einem immer wieder aufs Neue. Ja, da kann man ja schön hier Würstchen brutzeln und Marshmallows. Ja, mit der Flamme. Okay, ja. Aber komisch, dass der Cloud keine Reaktion zu Bettys Aussage gegeben hat. Eigentlich hätte er bei ihm hier die Glühbirne schon mal anspringen müssen. Dann mindestens einmal ihr Namen erwähnt werden müssen. Ja, das ist jetzt der geheime Pfad, würde ich sagen, ne? Und bestimmt wird er jetzt sagen, ja, das habe ich auch nämlich von Aerith gelernt. Bestimmt kommt wieder mal so eine Sequenz. Nee, tatsächlich nicht. In den Tunnel begeben. Machen wir. Ach stimmt, da waren wir aber noch nicht, ne? Stromversorgungsschacht 7-6. Ab hier klettern wir hoch. Okay. Weggang nach oben. Ja, passt auch, denke ich mal, ganz gut. Bei dem Tempo, die ich so an dem Tag ablege. Verdammt, warum musste das geschehen? Er klettert doch hoch. Guck mal, da ist die Leiter. Klettert er wirklich hoch? Oder bleibt er irgendwie davor noch stehen und kehrt hier wieder den Rücken? Nee, Tatsache, er klettert hier hoch. Oha! Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Na gut. Okay, aber tatsächlich in dem Tunnel waren wir jetzt noch gar nicht. Wurde ja uns aufgehalten. Weil ja das Tor dann aufging und wir dann tiefer auf der Kutsche gesehen haben und uns dann in den Wahlmarkt damals verschlagen hat.
Ja, können wir jetzt mal gucken, was es da so gibt. Komm schon, hier lang, schnell! Mein Junggardist. Okay. Ja. Sieht auch nicht mehr. Wow. Es ist immer noch Explosionen, gibt selbst hier einige Zeit nachher. Das ist schon Wahnsinn. Und was ist mit Mama? Uff. Ja. Alles unschön. Alles unschön hier. Ich muss aber sagen, momentan finde ich hier das Voice Acting der Nebencharaktere sogar echt sehr, sehr gut. Genau, das wollte ich nämlich ja auch noch sagen. Gerade Barrett in der einen Szene, wo er dann das erste Mal hier Sektor 7 in Trümmern gesehen hat und er da dementsprechend hier sich gefragt hat, wo die anderen von Avalanche geblieben sind. Da fand ich die Synchro super stark. Also, das war schon... episch. Wo wollt ihr denn hin? Seid ihr lebensmüde? Ja, wir wollen hoch. Mir wird ganz schwummrig. Wir wollen einfach nur hoch. Ja, das war der geheime Pfad. So viel dazu. So. Hier geht's noch weiter, aber das Tor ist zu. Wieder Shinra, ne? Mann! Ich will eigentlich nicht mehr da. Das war näher als vorhin. Ich habe da echt die Befürchtung, das wird noch ein bisschen eskalieren hier in der Bude hier. Hey, ist da irgendjemand, der Hilfe braucht? Also viel ist da nicht mehr übrig geblieben. Alles weg. Nicht aufgeben! Weiter! Oh. Das ist zu schwer! Wir helfen euch. Male! Ihr seid es. Auf drei. Eins, zwei. Zum Glück ist euch nichts passiert. Was habt ihr jetzt vor? Tja, wir werden sehen, wo wir helfen können. Habt ihr schon nach der Bar gesehen? Nein. Geht doch zuerst dorthin. Ja, zuerst zur Bar. Und dann sehen wir weiter. Aber Vorsicht, es liegt überall Schutt rum. Also passt gut auf, wo ihr hintretet. Hey! Ist da jemand? Los, antwortet! Ja, Barrett geht schon mal vor. Deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass Marlene wohl auf ist. Woher weiß sie das eigentlich? Ich sage dir, die Kleine ist fast so zäh wie du. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen rätselhaft. Woher weiß sie denn davon, dass es Marlene gut geht? Kann mir das mal jemand jetzt erklären? Deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass Marlene...
Also, jetzt mal no joke. Wie geht das eigentlich? Es ist krass. Wenn ich mir so das Bild hier gerade angucke, dann glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass da noch was von der Bar übrig geblieben ist. Also ich habe echt auch ein bisschen Angst. Ich lasse das Bild momentan so ein bisschen auch auf euch wirken. Wundert euch jetzt nur nicht, wenn ich da ein bisschen jetzt leiser bin. Ach, das war's. Tiefer. Scheiße! Die gehört Wedge. Was? LOL! Hinterher! Stray! Also fast. Vielleicht gibt es ja doch wirklich noch einen Hoffnungsschimmer. Alter Schwede. Es macht mich schon echt gerade auch ein bisschen traurig, sie so dabei zu sehen. Weil das ist im Endeffekt ihre ganze Existenz gewesen, die mit nur einem einzigen Schlag zunichte gemacht wurde. Kann man schon irgendwie... Ja, komm, Barrett, wir helfen dir. Auf drei. Eins, zwei... Ja, komm! So. Ich glaube, wir wissen ja noch, dass... mit Wedge irgendwas war. Weil da waren auch die Geister gewesen. Haben ihn auch irgendwie anscheinend vor irgendwas bewahrt. Es ist tiefer, als ob du jetzt Wedge zu Hause nicht kennst. Ja. Was hat sie damals noch zu Beginn des Let's Plays gesagt? Ja, ich kenne mich hier sehr, sehr gut mit Sektor 7 aus. Und das jetzt die Frage so zu stellen, jetzt finde ich persönlich jetzt ein klein wenig unpassend, aber naja, okay. Okay. Katze führt uns hier nach oben. Hey, schon unterwegs. Nur noch einen Moment. What? Hier stinkt's nach Shinra. Ja. Das ist gerade eine sehr interessante Entdeckung, die wir hier machen. Wedge? Wo ist Wedge? Da ist Wedge! LOL! Aber was macht der denn hier? Junge! Ausgerechnet jetzt! Warum war das eigentlich so klar gewesen? Unterirdisches Shinra-Testgelände. Tiefer!
Cloud! Antwortet mir, wenn ihr mich hört! Hey! Ah! Okay, jetzt können wir auch sogar Barrett mal steuern. Das finde ich mal interessant. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Ausgabe. Und dementsprechend knüpfen wir da einfach mal hier direkt an. Und an dieser Stelle, ne, mache ich mal kurz die Facecam an, um mich auch persönlich bei euch zu verabschieden. Bedanke ich mich bei euch ganz herzlich, dass ihr hier reingeschaut habt bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play Final Fantasy VII Remake Integrate hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Lasst für dieses Video gerne eine Bewertung da, sowie ein Kanal auf den Abo, genau, ein Abo auf dem Kanal, so rum, um keinen weiteren Content hier diesbezüglich zu verpassen. Ich wäre an dieser Stelle raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dahin und haut rein.